Die Australier nennen ihn The Mighty Murray, den mächtigen Murray. Und in der Tat, Australiens großer Fluss ist ein einzigartiges Stück Australien, ist Teil der australischen Identität. Es geht eine merkwürdige Kraft von ihm aus, kaum fassbar und schwer zu beschreiben. Auch Mark Twain, der vor 120 Jahren den Murray bereiste, hat es versucht und nannte ihn am Ende einfach den Mississippi Australiens. Dem Charme des Old Man Murray und dem rhythmischen Klappern und Klatschen der Schaufelräder seines Boots ist auch Frank Tucker verfallen. Auch er hat einst Huckleberry Finn verschlungen. Heute lebt er seinen Mississippi-Traum. Viele Monate im Jahr sind er und seine Frau Kay auf dem Fluss unterwegs, auf der Suche nach unberührter Natur, guten Geschichten und verschollenen Flussschiffen. Casey. Ich glaube, wir sind nicht mehr weit vom Wrack des Sapphire. Noch diese Flussbiegung hier, dann sind es noch 2 Kilometer. Übrigens gibt es auch Geister am Fluss. Diese weißen Reiher nämlich. Da ist gerade einer am Ufer. Bestimmt der Geist des Kapitäns des Sapphire, der aufpasst, dass wir keinen Schaden anrichten, wenn wir das Wrack finden. Wer sagt das? Die Aborigines? Nein, das ist Seemannsgarn von Kapitän Hansen, dass die alten Skipper in den weißen Reihen weiterleben. Der Murray ist ein ruhiger und langsamer Fluss, auf dessen Launen man sich einlassen muss. Um ihn zu entdecken, muss man sich treiben lassen. Nur mit der Strömung und den Vögeln. Schon immer hat Australiens großer Fluss die Menschen fasziniert und angezogen. Siedler und Farmer ließen sich an seinen Ufern nieder, sein Wasser versprach gute Ernten. Jahrzehntelang löste der Murray sein Versprechen ein. Und er bleibt die Lebensader Australiens, eine riesige Arterie, die einem durstigen Kontinent Leben spendet. Die Sapphire. Wir wollen uns das Ganze mal näher ansehen. Noch heute liegen überall am Ufer oder auf dem Grund des Murray die Wracks alter Flussschiffe, die wie die Sapphire Feuer fingen, sanken und vergessen wurden. Deren Geschichte aber für jemand wie Frank lesbar ist. Mit solchen Axtlöchern wurden Schiffe, die Feuer gefangen hatten, absichtlich versenkt, um wenigstens den Rumpf vor dem Feuer zu retten. Nirgendwo ist Australiens Pionierzeit, die große Zeit der Raddampfer, so präsent wie hier in Echuca am Oberlauf des Flusses. Im einst größten Binnenhafen Australiens lagen an die 100 Schiffe hier an diesem Kai, der fast 400 Meter lang war, ganz aus Eukalyptusholz, dreistöckig und somit hochwassersicher. Und auch heute gibt es nirgendwo auf der Welt noch so viele Raddampfer wie hier. Dieses reiche Erbe verdankt Echuca vor allem diesem Mann. Kevin Hutchinson, einem Bootsbauer und inzwischen selbst eine Legende. Irgendwann konnte er es einfach nicht mehr mit ansehen, wie Schiffe wie die Sapphire langsam auseinanderbrachen oder im Schlamm des Flusses dahinrotteten. Und so hat er einige von ihnen geborgen und wieder zusammengeflickt oder komplett restauriert.
Ich fege die Asche und den Ruß hier weg. Das setzt sich alles fest nach einer Weile. Maschinenöl und das ganze Zeug. Das kann so heiß werden, dass es anfängt zu brennen. Es macht mir Freude, mit Booten zu arbeiten. Das war mein Leben hier, die letzten 35 Jahre. Und er leistet auch noch heute täglich schweißtreibende Knochenarbeit. Der Kessel kocht nicht mehr, das Wasser ist aber noch verdammt heiß. Auch der älteste Schaufelraddampfer der Welt liegt nicht am Mississippi, die Adelaide. Sie wurde 1856 gebaut und gilt noch immer als das vielleicht schönste Schiff am Murray. Nach 6 Jahren harter Arbeit, Neutaufe 1985. Von niemand anderem als Prinzessin Diana, die gerade mit ihrem Charles in Australien weilte. Auf die Rettung der Adelaide blickt Kevin mit Stolz zurück. Da sieht man den schönen Eisenrahmen, die Schiene und Bandeisen, um sie stabiler zu machen. Ich habe auch noch 2 extra Planken eingefügt, damit sie schön und stark ist. Nur 1 Jahr jünger als die Adelaide ist Kevins letztes großes Projekt, die Hero. Auch sie sank nach einem Feuer. Nach 50 Jahren auf dem Grund des Murray ist sie an ihren Geburtsort zurückgekehrt. In der Hochzeit der Dampfkessel erschlossen Schiffe wie die Hero und die Adelaide einen großen Teil des australischen Kontinents. Aber auf Dauer konnten die Dampfer mit Schiene und Straße nicht konkurrieren. Mitte des letzten Jahrhunderts war die Flussschifffahrt am Ende. Jetzt meldet sich die Hero eindrucksvoll zurück. Die ersten Fahrten sind Kapitän Frank Tuckers Privileg, die Räder der Hero durchpflügen wieder die Wasser des Murray. Der Murray hat sich in den letzten Jahrzehnten gewandelt. Seine Bedeutung als Transportweg hat er verloren, aber längst hat ihn der Tourismus entdeckt. Seine wichtigste Rolle aber ist und bleibt die eines Wasserreservoirs und Trinkwasserlieferanten für eine stetig wachsende Bevölkerung. 3 Millionen Menschen im Murray-Darling-Becken sind abhängig von seinem Wasser. Das Wasser im Fluss ist sehr sauber. Es kommt direkt aus den Wehren. Und von dem Wasser, das auf die Felder gepumpt wird, sickert nur wenig Schmutzwasser zurück in den Fluss. Die Farmer brauchen jeden Tropfen. Also meiner Meinung nach ist der Fluss in einer guten Verfassung. Aber wir befinden uns in einer Dürre. Die Menschen auf dem trockensten Kontinent der Erde sind Dürre gewohnt. Aber mit dem Klimawandel kamen auch hier die Extreme. Anfang des Jahrtausends begann im Murray-Darling-Becken die längste Dürreperiode in Australiens europäischer Geschichte, mit immer neuen Rekordtemperaturen. Der mächtige Murray löste sein Versprechen nicht mehr ein, wurde mancherorts zum Rinnsal. Flussarme, Seen und Feuchtgebiete trockneten aus. Besonders betroffen der Unterlauf des Murray und der Bundesstaat Südaustralien. Menschen wie der Bootsbauer Dick Bromhead bangen um ihre Existenz. Dies hier war mal meine Werft. Hier fehlen 2 ganze Meter Wasser. Da kann man die Wassermarke noch sehen. Der Grund, warum wir kein Wasser haben, ist die Dürre. Aber normalerweise hätten wir jetzt zumindest ein bisschen Wasser. Aber auch das haben wir nicht. Aus einem einzigen Grund. Habgier. Es ist die Gier nach Land und Geld am Oberlauf des Flusses. Klar, es ist immer die Schuld der Leute, die flussaufwärts leben. Und jemand weiter unten wird mir die Schuld geben. Das ist ja immer so. Aber man muss sich nur mal ansehen, was in Queensland, New South Wales und Victoria passiert. Mit der Bevölkerung ist auch der Wasserverbrauch in den letzten 20 Jahren irrsinnig gestiegen. Der hat sich nicht nur verdoppelt, der hat sich vervierfacht und mehr.
Und es geht nur noch um Profit. Viele der Wasserverbraucher sind ausländische Unternehmen. Die interessieren sich überhaupt nicht für Australien, nur für das Geld. Dick Bromett spricht aus, was viele Südaustralier denken. Sie fühlen sich über den Tisch gezogen, sind sauer auf die Politiker und Wassermanager im Norden. Lake Alexandrina, der Beginn des Murray-Deltas. Dem Old Man Murray fehlt längst die Kraft, den See zu füllen, und der Wasserspiegel im Delta liegt einen ganzen Meter unter dem Meeresspiegel. Auch hier stehen Existenzen auf dem Spiel. Und die Farmer müssen das kostbare, rationierte Wasser oft kilometerweit auf die Felder pumpen. Der See galt als einer der schönsten Süßwasserseen Australiens. Ein internationales Schutzgebiet seltener Wasser- und Zugvögel. Die leben in harten Zeiten, so wie wir alle. Wir kommen immer mit einer Kiste Fisch für sie, sodass sie was zu futtern haben. Es ist schön, sie um sich zu haben. Seit Generationen lebt Henry Jones' Familie vom Fischfang im Delta. Auch er sorgt sich um die Zukunft des Ökosystems. Denn seit langem fängt er nur noch Karpfen, die nicht hierher gehören und überall am Murray zur Plage geworden sind. Unser größter Fluss fließt seit 5 Jahren nicht mehr ins Meer. Das heißt, er ist auch nicht mehr sauber. 2 Millionen Tonnen Salz kommen jedes Jahr den Fluss herunter. 2 Millionen Tonnen Salz. Und wenn das nicht mehr rausgespült wird ins Meer, wie seit Millionen Jahren, dann lagert es sich eben hier ab. Und dann wird das eine salzige, schmutzige Erbsensuppe hier. Die heimischen Tiere sind klug und sagen sich, das ist uns nicht gut genug. Entweder wir hauen Abfluss aufwärts oder wir sterben aus. Und so haben wir hier ein Dutzend Fischarten verloren, allein in den letzten 10 Jahren. Goolwa, der Hafen zwischen Delta und Mündung. Wie Echuca, Raddampfermetropole und Zentrum des Schiffsbaus. Es sollte einmal das New Orleans Australiens werden. Aber hier geht es nirgendwo mehr hin, weder stromaufwärts noch hinaus aufs Meer. Dass das Meer nicht längst ins Delta und ins Landesinnere fließt, liegt an einer Reihe von Dämmen und Flutwehren, die vor 50 Jahren quer durchs Delta gebaut wurden, um es vom Meer zu trennen. An diesen Staumauern endet das Süßwasser des Murray. Auf der anderen Seite ist das Meer, und das ist zurzeit höher als der Fluss. Das Dammsystem wurde gebaut, um das Süßwasser für die künstliche Bewässerung und die Flussschifffahrt zurückzuhalten. Es war nicht dafür vorgesehen, Druck von der Meeresseite aufzunehmen, den es durch den höheren Meeresspiegel bekommt. Aber noch scheint es standzuhalten. Mit dem Boot kommt man also nicht weiter. Die letzten Meter zum offenen Meer muss Bootsbauer Jesse Wagner aus Goolwa laufen. Hier, wo die Wellen des südlichen Ozeans sich brechen, ist die Mündung von Australiens großem Fluss. Ein Fluss, der hier nicht mehr ankommt. Die einstige Brackwasserlagune ist inzwischen salziger als der Ozean. Und dennoch, der Mythos Murray ist ungebrochen. Der Mighty Murray, der mächtige Murray, hat für viele Australier nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Auf der Werft in Goolwa arbeiten Jesse Wagner und seine Frau Mel in jeder freien Minute an ihrem Schiff. Ihr Traum, eines Tages den River Murray hochfahren, 1600 Kilometer, bis hinauf nach Echuca. Unser Boot hat einen flachen Kiel und sehr wenig Tiefgang. Deshalb hoffen wir, dass wir mehr vom Fluss sehen werden als viele andere. Und die Natur genießen, die Tiere beobachten, die Vögel. Man sieht da einfach alles. Wir sind bestürzt über den Zustand des Murray und hoffen, dass sich jemand um ihn kümmert. Es gibt noch so wunderbare Flecken zu entdecken. Und schöne Orte gibt es zweifellos. Der Barmer-Mileva-Wald.
Der größte Fluss-Eukalyptuswald der Welt ist Australiens neuestes Naturschutzgebiet. Ein Auwald mit Wasserläufen, Kanälen, Feuchtgebieten und Seen. Und das ist der heilige Baum der Australier, der River Red Gum, der Fluss-Eukalyptus, oft bedichtet und besungen. Die knorrigen, bis zu 500 Jahre alten Bäume können Jahre ohne Regen überleben. Aber sie müssen alle 3-4 Jahre einmal unter Wasser stehen. Und da wird es höchste Zeit. Der Plan, die Auwälder künstlich zu fluten, ist nicht aufgegangen. Wehre und Stauseen sind fast leer. Die Feuergefahr ist hoch. Die Wildpferde, die scheuen Brumbies, sind nicht in Australien heimisch. Deshalb werden sie in dem neuen Nationalpark wohl nicht mehr lange geduldet werden. Für jede Schleuse am Murray gilt die Regel, dass aller Flussverkehr, ob Dampfer, Hausboot oder auch Kanu, passieren darf. Ein Anruf beim Schneider genügt. Die Schleuse ist zu öffnen. Wie groß ist denn der Höhenunterschied hier? 3,10 Meter. Ah ja. Das kann bis 3,30 Meter gehen. Kai, wir sind unten. Du kannst das Boot losmachen. Alles klar. Ursprünglich dienten Schleusen nur der Schifffahrt. Sie machten den Murray das ganze Jahr über befahrbar und zu einer der längsten Wasserstraßen der Welt. Aber schon bald war der Murray mehr als ein Wasserweg. Ein System von Schleusen, Wehren und Dämmen entlang des gesamten Flusses sollte die ganzjährige Wasserversorgung der Bevölkerung garantieren. Sie sammelten den Winterregen und hielten ihn für die heiße Jahreszeit zurück. Das Vertrauen auf das nie versiegende Wasser und der Glaube an den Fortschritt zog tausende Siedler und Farmer an den Fluss. Künstliche Bewässerung und Sonnenschein verwandelten das trockene, rote Land in Australiens größtes Gemüse- und Obstanbaugebiet. 40% der gesamten Agrarproduktion Australiens kommt heute aus dem Murray-Darling-Becken. Wo einst Halbwüste war, wachsen Wein und Orangen. Alles vom Wasser des Murray. Und das wird von jeher rationiert. In Zeiten der Dürre heißt das für die Farmer anpassen oder untergehen. Vor 100 Jahren gründete Robert Mansells Familie diese Farm und pflanzte den ersten Wein. Schweren Herzens hat Robert die alten Stöcke entfernt und ordnet seine Felder neu. Das ihm noch zustehende Wasser gibt er lieber seinen Mandarinen und Orangen. Diese Bäume hier haben wir gerade gestutzt, haben sie halbiert. Bei diesen hier sind wir noch beim Schnitt. Und das hier ist noch der ganze Baum mit großer Krone. Wasser bedarf und Größe der Krone, das hängt direkt zusammen. Halbiert brauchen sie von nun an nur noch die Hälfte Wasser. Und wir haben trotzdem noch eine vernünftige Ernte. Niemals hätten Roberts Vorfahren geglaubt, dass der Murray eines Tages nicht mehr fließen oder ganz versiegen könnte. Auch ihn zieht es täglich hinunter zum Fluss, zur Pumpstation, so als wolle er sich versichern, dass es den Murray noch gibt. Unser mächtiger Murray ist nicht so mächtig, wie wir alle denken. Vorausgesetzt, der Wasserstand bleibt, wie er ist, werden wir es schaffen. Er kann auch noch 30 cm fallen, aber mehr als das, dann geht's uns schlecht. Der Murray ist unsere Lebensader, die der ganzen Region. Ohne den Murray gäbe es gar nichts hier. Gibt es keine Zukunft für uns. Wir brauchen sein Wasser, um zu überleben. Ich denke, wir werden es schaffen. Irgendwann muss es ja regnen.
Ich hoffe nur, dass dann auch genug herunterkommt. Man muss positiv denken, sagt Robert. Und dabei geht es ihm nicht nur um die materielle Existenz. Seine Beziehung zu Murray geht tief und er möchte schon bald wieder hinaus auf den geliebten Fluss. Auf einer Werft machen er und seine Frau ihr altes Schiff wieder flott. Ich mag dieses Boot hier. Man kann zu zweit damit herumschippern. Ich bin damit auch schon ganz allein losgefahren, als ich die Nase voll hatte von allem und nur noch weg wollte. Ein Raddampferrennen gehört zum Spaß auf dem Murray dazu. Es gibt viele stolze Modelle und Eigenkonstruktionen. Nicht nur Frank hat sich ein Wohnzimmer mit Paddeln gebaut. Als echter Australier geht er keinem guten Wettkampf aus dem Weg und genießt jedes Überholmanöver. Das muss ja ein tolles Buch sein. Der Mann auf der Risby bleibt unbeeindruckt. Die Risby gibt sich geschlagen. Wer ist denn jetzt noch vor uns? Evangeline, die Maggie und Fergusons neues Boot. Der Highway belebt sich. Als Mark Twain ihn bereiste, mag es tatsächlich so ausgesehen haben, als könnte der Murray ein zweiter Mississippi werden. Am Zusammenfluss von Australiens größten Flüssen, dem Murray und dem Darling, liegt Wentworth. Das Ziel der Reise und der Grund für das hohe Verkehrsaufkommen. Die Stadt im Herzen des Murray-Darling-Beckens wird 150 Jahre alt. Scotland the Brave, just one. Ready? One, two. Wo die Engländer sind, sind auch die Schotten. Auch sie versprachen sich von Wentworths Lage eine große Zukunft. Und so ganz falsch lagen sie nicht. Für viele Jahrzehnte war Wentworth ein bedeutender Inlandhafen, Verkehrsknotenpunkt und Umschlagplatz. Etwas von der kolonialen Zuversicht jener Zeit ist auch heute noch spürbar. Man ist stolz auf die Vorfahren, die diesem harten Land eine Existenz abtrotzten. Man treibt die Schafe durch die Straßen. Das ist Spaß und hat Tradition. Man feiert so die gute alte Zeit. Auf ihrer Wolle ruhte Australiens Reichtum. Ohne den Murray wäre Schafzucht in dieser Region nicht möglich. Man vergisst leicht, dass der Murray durch eine Halbwüste fließt. Der Gegensatz zwischen dem Gebiet unmittelbar am Fluss und dem Umland ist gewaltig. Nach 100 Jahren und viel zu großen Herden ist diese Landschaft erschöpft. Moorna Station ist eine der ältesten Schaffarmen der Region. Die Schafzüchterin Annabel Walsh weiß, dass die Existenz ihrer Farm einzig und allein vom Murray abhängt. Annabel hat sich als Umweltaktivistin und vorbildliche Farmerin einen Namen gemacht. Sie hat sich lange mit dem Ökosystem Murray beschäftigt und glaubt, dass es eine Zukunft für beide gibt, den Murray und die Schafzüchter, vorausgesetzt, dass die Wasserpolitik sich ändert und sich das Flusssystem regenerieren darf. Ihre eigene Station führt sie im Einklang mit der Natur, glaubt fest an deren regenerative Kraft, wenn man sie nur lässt. Wir sind nicht mehr weit vom Fluss entfernt. Und je nach dem Wasserstand der Wehre fließt hier mal Wasser rein und mal nicht. Wir haben also diesen wunderbaren Kreislauf hier, diese kurzlebigen Zyklen von Trockenheit und Sumpf.
Und das ist genauso, wie es sein sollte. Und sieht man sich um, da findet man diesen heimischen Klee, eine Vielfalt an Gräsern, Schilfhalme, Sumpfbinsen und andere Pflanzen. Dieses Stückchen Land hier auf Murna gibt mir eine Vorstellung davon, wie das gesamte Mari-System einmal funktioniert hat. Nur einige Meter weiter, ein Wasserspeicher wie überall am Murray. Diese künstliche See ist 200 Hektar groß und seit 1920 immer voll gewesen. Bevor die Europäer kamen, war es auch hier mal nass, mal trocken. Aus ökologischer Sicht also, das ist meine Meinung, liegt dieser Teil der Farm im Sterben. Wenn die Red Gum-Bäume zu lange unter Wasser stehen, verenden sie. Casey, das muss der Geist von Kapitän Lesmuit sein. Ein weißer Reiher. Ein Wrack muss in der Nähe sein. Und so ist es auch. Die Emerald. Ein lange verschollener Schleppkahn von beeindruckender Größe, 50 Meter lang. Als es mit der Flussschifffahrt zu Ende ging, der Murray muss damals höher gestanden haben, wurde sie hier einfach vertaut und verlassen. Sieh dir das mal an. Der Baum wächst tatsächlich in das Schiff hinein. Der Wald hält den Rumpf der Emerald zusammen und gibt sie nicht mehr frei. Aber Frank und Kay haben ein weiteres Stück Flussgeschichte gefunden, dem Murray ein weiteres Geheimnis entlockt. Noch ein paar Flusskurven für die Mirali, dann ist Frank und Kays Reise erst einmal vorbei. Der Unterlauf des Murray ist unerreichbar. Blanchetown, die erste Staustufe überhaupt, die am Murray gebaut wurde. 300 Kilometer vor der Mündung. An dieser Schleuse geht nichts mehr. Zu wenig Wasser kommt an aus dem Norden und zu wenig geht über dieses Wehr. So manches Schiff und Hausboot liegt hier nun schon seit Jahren. Frank und Kay können umkehren oder warten, bis es regnet und das Wasser wieder fließt. Mag es auch anmuten wie Ironie. 100 Kilometer unterhalb der Schleuse, da wo der Fluss mehr steht als fließt, findet man noch echte Mississippi-Romantik. Das größte jemals am Murray gebaute Schiff, die Murray Princess. Der Heimathafen der Princess ist Manham, eine Art Echuca des Südens. Seit 30 Jahren befährt Kapitän Ray Whedon den Murray, seit 7 Jahren auf dieser Strecke. Ray kennt jeden Meter und hat miterlebt, wie sich der Fluss verändert hat. Früher fuhren wir bis hinauf nach Morgan. Leider mussten wir wegen Niedrigwasser den Fahrplan ändern und fuhren nur noch bis Blanchetown, der ersten Schleuse. Jetzt schaffen wir es nur noch bis hier, 10 Kilometer vor Swan Reach. Dahinter kann man praktisch laufen. Manche der Fahrrinnen haben nur noch eine Tiefe von 30 Zentimetern. Gerade der untere Lauf des Murray gilt als das vielleicht beste Segelgebiet am Fluss. Und eines guten Tages, so Ray, wird es hoffentlich auch wieder so sein.
Es braucht ja nur einen richtigen Regen, um so eine richtige Dürre zu brechen. Irgendwann wird wieder Wasser den Fluss hinunterkommen und die Feuchtgebiete beleben. Und tatsächlich, eines Tages begann er, der richtige Regen. Das könnte was werden. Was meinst du, Jerry? Und der Regen hörte nicht mehr auf. Auch in Echuca begann der Fluss zu steigen. Das sieht gut aus. Das könnte der Anfang vom Ende der Dürre sein. Die Vögel lieben's, Gras und Bäume werden wieder grün. Und es wird auch der Seele gut tun. Wir waren alle niedergeschlagen. Aber mit dem Regen jetzt wird alles wieder gut. Ein Jahr später. Und die Welt am Murray ist eine andere. 12 Jahre Dürre sind vorbei. Der Mighty Murray, der mächtige Murray, wird seinem Namen wieder gerecht. Dies ist sein anderes Gesicht. Der Old Man Murray ist wieder jung, randvoll und auf ganzer Länge navigierbar. Mel und Jesse Wagner aus Goolwa haben es wahrgemacht, haben sich ihren Traum erfüllt. Vor 11 Monaten, noch vor dem großen Regen, haben sie die Emu im Mittellauf zu Wasser gelassen und mit ihren Töchtern Millie und Beth Australiens großen Fluss erkundet. Wurden Mels Erwartungen erfüllt? Also es begann zu regnen und wir fingen unser erstes Regenwasser auf. Es regnete weiter und wir entschlossen uns, den Fluss so weit hoch wie möglich zu fahren. Im Oberlauf blieben wir dann hängen und kamen unter den Brücken nicht mehr durch. Der Fluss war wegen Hochwasser gesperrt. Also sind wir in Flussläufe gefahren, in die man sonst nie hineinkommt. Wir haben wirklich Glück gehabt. Es war eine wunderbare Zeit. Und ein Abenteuer für Millie und Beth. Sie haben ein Jahr Schule eingetauscht gegen Unterricht im größten Klassenzimmer der Welt. So nennen die Australier den Busch. Sie haben miterlebt, wie sich der Murray verwandelt, wie das Leben explodiert und die Natur sich erholt. Flusseukalypten stehen endlich wieder im Wasser. Flussauen, Bäche und Seitenarme sind voll und die Vögel zwitschern. Die Feuchtgebiete, die Nieren der Flüsse, beginnen wieder zu arbeiten. Das natürliche Filtersystem der Schilfgürtel hält die Nährstoffe fest und zieht eine Vielzahl von Arten an. Rettung in letzter Minute auch für den Barmer Nationalpark. Das ganze große, komplexe Ökosystem Murray Darling bekommt eine Chance, sich zu erholen und zu erneuern. Und noch gibt es auch sie, die Brumbies. Nach 11 Monaten Leben auf dem Fluss ist die Familie auf dem Weg zurück nach Goolwa. Die Emu hat sich prächtig geschlagen. Das ideale Familienboot, eine Mischung aus traditionellem Design und modernen Elementen. Auch nach der Rückkehr wird sie das Zuhause der Familie sein. Blanchetown, die letzte Schleuse auf dem Weg. Ein Meilenstein. Vor einem Jahr war hier Frank und Kays Reise zu Ende. Jede Schleuse ist ein Test für die Kunst des Kippers, aber heute ist alles ganz einfach. Der Unterschied zum Wasserstand im Unterlauf ist minimal. Schön, dich zu sehen. Freut mich auch. Alles klar. Ja, alles okay.
Durch wie viele Schleusen musstet ihr denn durch? Mal überlegen. 3, 4, 5. 5 Schleusen auf 1600 Kilometer. Smalltalk. Vielleicht. Aber dennoch eine große Sache. Der Murray verbindet wieder die Menschen, die an ihm leben. Auf geht's zur letzten Etappe. Noch ein paar hundert Flusskilometer bis Goolwa. Und zum ersten Mal erreicht die Emu den Big Bend. 10 Kilometer lang und 85 Meter hoch sind die gewaltigen Kalksteinklippen. Reich an Fossilien, Flora und Fauna. Millionen Jahre hat der Murray sich hier eingegraben. Die Südaustralier sind stolz auf diese Klippen. Tatsächlich sind sie eine Besonderheit am Murray. In dem steilen Flussufer haben seit jeher Vögel ihre Höhlen gebaut, um darin zu nisten. Kaum, aber doch wieder zu erkennen, die Werft des alten Bootsbauers Dick Bromett. Der kann es kaum glauben und traut dem Ganzen nicht so recht. Die Jahre kommen und gehen. Diesmal hat uns der Herr im Himmel Wasser gegeben, aber wer weiß, im nächsten Jahr gibt es vielleicht zu viel davon. Jedenfalls haben die alten Schiffe erst einmal wieder Wasser unter dem Kiel und es geht weiter für Dick. Wir haben mehr Arbeit, als uns lieb ist. Das Wasser fließt und schwemmt Flussbett und Seen aus. Auch die armen Kerle im Delta brauchen das Wasser nicht mehr zu pumpen und kriegen ihr Leben wieder auf die Reihe. Im nächsten Jahr kann das alles schon wieder anders sein. Aber das war eine Menge Wasser, die da runterkam. Also 2 gute Jahre sollten wir schon haben. Was danach passiert? Wenn ich das wüsste, wüsste ich auch die Lottozahlen. Auf die Emu wartet eine letzte Herausforderung. Lake Alexandrina, der Beginn des Murray-Deltas. Die Emu ist hier verwundbar, denn Jesse hat sie für den Fluss gebaut. Sie hat fast keinen Kiel. Zum ersten Mal in 5 Jahren ist auch Lake Alexandrina wieder voll. Und er bietet keinen Schutz vor Wind und Wellen. Einer der gefährlichsten Wasserwege Australiens. Das Wetter sieht so schlecht nicht aus. Zwar zieht ein Tief auf und der Wind hat zugenommen, aber alles noch im Rahmen. Für die Emu ist Lake Alexandrina ein grauer, großer Ozean. 70 Kilometer vor dem ersehnten Ziel kann für die Emu und Jesses Familie immer noch einiges schiefgehen. Nur ein paar Stunden später ist das Wasser wieder spiegelglatt. Dann nähert sich die Emu Goolwa. Es sieht alles ganz anders aus als damals. Da war doch irgendwo eine Sandbank hier. Vor 11 Monaten hatte Jesse die Emu im Mittellauf zu Wasser gelassen. Jetzt läuft sie zum ersten Mal in ihren Heimathafen ein und findet einen vorläufigen Liegeplatz. Millie und Beth sind froh, wieder zu Hause zu sein und Freunde und Verwandte in die Arme schließen zu können. Hinter ihnen liegt keine alltägliche Reise und es gibt viel zu erzählen. Goolwa wird endlich wieder seiner Rolle als Hafen zwischen Fluss und Meer gerecht. Die Raddampfer bringen wieder Touristen ins Delta. Ein New Orleans wird es nicht mehr werden.
Aber eine Zukunft gibt es allemal. Am nächsten Tag macht Jesse noch einmal die Leinen los, denn die Reise ist noch nicht ganz zu Ende. Henry, der Delta-Fischer, lässt es sich nicht nehmen, seine jungen Freunde auf den letzten und doch so wichtigen Metern zu begleiten. Wir wollen uns jetzt die Lagune, den Korong, ansehen und dann weiter zur Mündung. Erst dann haben wir den ganzen Murray befahren. Von Yarrowanga den ganzen Weg hinunter. Das ist schon was Besonderes. 5 Jahre lang war das nicht möglich. Aber Murray und Delta liegen wieder über dem Meeresspiegel. In die Lagune fließt wieder Süßwasser aus dem Murray. Während der Dürre war dies eine enge, flache Rinne. Jetzt ist das hier ein paar hundert Meter breit und fast 40 Fuß tief. Eine gute Fahrrinne. Da geht jetzt richtig viel Wasser durch. Es ist ein Geschenk Gottes. Vor einem Jahr stand die ganze Region vor dem totalen Kollaps und dies war Australiens Aralsee. Jetzt hat der Fluss das Leben überall zurückgebracht. Es ist großartig. Man kann richtig mit ansehen, wie sich alles erholt, Tag für Tag. Die Emu hat ihr Ziel erreicht. Die Mündung von Australiens großem Fluss. Der Old Man Murray findet wieder ins Meer. Das Murray-Darling-Becken kommt mit Dürren klar. Was es nicht schafft, ist, wenn wir dem System in Jahren mittleren Hochwassers zu viel Wasser entnehmen. Dieses Jahr war extrem, also bekommen auch wir hier unten Wasser. In normalen Jahren machen sie den Flaschenhals oben zu und pumpen es ab, bevor es zu uns kommen kann. In dieser Zeit verlieren wir Arten. Dabei ist es so leicht. Lass den Murray einfach fließen. Einst stand er für Pioniergeist, Siedlerträume und Fülle. Heute steht er auch für den verantwortlichen Umgang mit der kostbarsten aller Ressourcen: Wasser. Auf den Fluss. Und Frank und Kay? Sie haben ihre Mirali wieder klargemacht und werden wohl schon bald auf dem Weg zur Mündung sein.